Hä, was macht ihr denn hier? Ah, ihr denkt wohl, ich check gleich was oder so. Ich bin hier im Urlaub. In Rheinland-Pfalz. Ich mach einfach, was ich will. Ja, Urlaub eben. Am Strand rumliegen? Nicht mit mir. Lieber gehe ich wandern im Hunsrück. Hunsrück? Warum heißt das wohl Hunsrück? Nein, das checke ich jetzt nicht für euch. Ich bin doch im Urlaub. Aber so ein bisschen Action immer. Deshalb geht es jetzt dahin. Zur Geierlei Hängeseilbrücke. Einer der längsten Hängeseilbrücken in ganz Europa. Mega cool, oder? Dumm nur, dass ich eine klitzekleine Sache vergessen habe. Ich habe riesen Höhenangst. Klar, versuchen tue ich es trotzdem. I don't think I'm going. Naja, ist vielleicht ein Riesenspaß für alle anderen, aber nicht für mich. Hey Leute, warum tue ich mir sowas immer wieder an? Ich bin im Urlaub. Habe ich gar nicht nötig. Der Hunsrück hat noch viel mehr zu bieten. Gleich um die Ecke liegt Burg Castellaun. Die gucke ich mir an. Schaut mal, so sieht die von oben aus. Wunderschöne Burg. Wurde aber leider größtenteils zerstört. Trotzdem gibt's hier einiges zu entdecken. Ich habe mir den Kontakt zu einem echten Ritter besorgt. Der kommt heute extra wegen mir hier hoch auf die Burg. Aber wo ist er bloß? Hallo, jemand zu Hause? Kleiner Scherz, als ob in dem Brunnen da unten ein Ritter wäre. Leute, kommt schon. Den Ritter habe ich erstmal auch nicht gefunden. Noch nicht. Dafür aber Dirk Knight, einen mega guten Bogenschützen. Der ist jedes Wochenende hier und gegen den kleinen Obolus zeigt er jedem, wie man ein 1A-Bogenschütze wird. Hast du schon mal geschossen? Noch nie. Du bist Rechtshänder? Ja. Dann die linke Hand hier. Die rechte Hand zieht mit drei Fingern nur das Seil. Mit dem oberen Ellenbogen nach oben, nach hinten. Mhm. Dann schaust du nicht auf den Pfeil, nicht auf die Spitze, sondern direkt auf das Ziel. Danke. Mit links. Okay, so, wenn ich jetzt nach da zielen will. Okay, und jetzt lass ich aber gleich los, ne? Eins, zwei, ja? Sag ja? Ja. Wow. Immerhin. Immerhin. Das war ja der erste ja. Glückstreffer. Ah, ja, Glückstreffer, ey. Jetzt. Habt ihr gehört, ne? Talent nennt sich sowas. Nee, Spaß. War natürlich ein Glückstreffer. Im Mittelalter gab es ganze Kompanien von Bogenschützen und bestimmte Bögen, die englischen Langbögen, konnten mit ihren Pfeilen sogar richtige Ritterrüstungen durchschlagen. Okay, alle außer Bahn. Jetzt schieße ich, ja? Ja, jetzt schießt er. Boah! Guck mal, wie fest die da teilweise drinstecken. Deshalb, so einen Bogen niemals auf einen Menschen richten. Auch nicht zum Spaß, überhaupt nicht. Aus dem Weg. Sonst mag ich das nicht. Nee, komm. Weg da. Heute ist Bogenschießen ein Sport. Einer, in dem ich zugegebenermaßen nicht besonders gut bin. Oh Mann! Das geht ja richtig in den Arm. Das ist Sport. Aber Spaß macht's trotzdem. Ha! Was sagst du? Guter Trainer. Ja! Du bist aber geizig mit Komplimenten. Also, das hier war meiner, glaube ich, ne? Stimmt. Zack, wo hatte ich denn noch? Gut, dann hier. Boah, das ist ja. Boah, ist da ein Druck hinter. Kein Wunder, dass man damit teilweise Rüstung durchschlagen konnte. Heftig. Das ist ja übel. Aber der ist auch von dir. Ja. Auf den bin ich nicht ganz so stolz. Gut, danke. Ja. Und vielleicht bin ich im Schwertkampf ja noch besser. Ganz bestimmt. Bis dann. So, jetzt aber nix wie auf zum Ritter. Die beiden hier sehen eher aus wie ganz feine Herrschaften. Gekrönte Häupter vielleicht? Irgendwer aus der Königsfamilie? Naja, man weiß ja nie. Und Fragen kostet nichts. Halt, stopp. Bist du der Schwertkämpfer?
Nein. Kein Schwert? Nein. Sondern? Wir sind der Graf Simon von Sponheim und seine Frau, die Gräfin Elisabeth. Wir haben hier eigentlich gewohnt früher. In echt heißen die beiden Steven und Chris. Sie sind totale Mittelalter-Fans und wissen alles über ihre Burg und die ehemaligen Bewohner, die Sponheimer. Ihr Wappen ist weiß und rot. Sieht man hier und auch hier an den Fensterläden und hier auch. Und wie das echte Grafenpaar damals ungefähr aussah, das wissen Steven und Chris von alten Zeichnungen. Auch den Hut aus Pfauenfedern gab es so wirklich. Die beiden versuchen alles möglichst original nachzuahmen. Die Schuhe zum Beispiel sind richtig genagelt. Und schaut euch mal diese Kniegürtel an. Die brauchte man, weil das sind gar keine Hosen, sondern Beinlinge. Das war damals der letzte Schrei. Und als Dame hat man ein Kopftuch getragen. Das hier ist zum Beispiel von den verheirateten Frauen. Die haben oben Schleier gehabt, dann das Chapelle. Hier natürlich sehr edel als Gräfin und das Gebände unten drunter. Wow. Die haben im Prinzip nach der Hochzeit waren sie unter der Haube. Das heißt unter der Haube? Ja. Kennst du irgendeinen Ritter hier auf der Burg? Wir haben hier tatsächlich noch einen Ritter, das ist der Ritter Stephanos. Der müsste irgendwo weiter da unten sein. Dann. Einfach immer den metallischen Klappern nach. Dankeschön. Na dann, ab die Post. Ich bin schon spät dran. Da ist Ritter Stephanos. Ach Quatsch, ist bloß sein Kleiderständer. Das hier ist Ritter Stephanos. Der weiß alles über Lanzen, Schwerter und Schwertkampf. Und in Wirklichkeit heißt er Sven. Den kannst du auch mal in der Hand nehmen. Boah, schwer. Damit machst du Turniere und alles? Mach ich Turniere und Feldschlachten mit dir. Und was haben wir hier noch? Kettenhemd, hast du schon gesagt? Unter dem Kettenhemd trugen die meisten Ritter so ein Gambi hier. In der Schlacht war das ziemlich warm, aber das dicke Polster federte dafür feindliche Schläge ab. So macht es ein richtiger Ritter. Oh. Mein Schwert? Und jetzt zeigt mir Sven ein paar Grundlagen im Schwertkampf. Das ist der Übungsplatz. Ja, das ist der Übungsplatz und das ist dein Gegner. Das ist der Gegner. Wow. Vorsicht. Von oben und von unten und von der anderen Seite. Ne? Wie sieht's jetzt aus? Kleine Schwertkunde, ganz oben der Knauf. Als Gegengewicht zur Klinge. Denn ein gutes Schwert, darauf musst du achten, das muss immer ausbalanciert sein. Umso besser, umso leichter ist das Schwert zu führen. Das hier ist schon ein ganz gutes Schwert eigentlich dann, oder? Ich finde, liegt ganz gut in der Hand. Und jedes Schwert hat noch eine Parierstange. Warum? Schaut mal genau hin. Greif mich an und ich zeig dir, wie die Parierstange funktioniert. Okay. Du Halunke, willst du ein Ritter sein? Uah! Okay. So rüber und ganz vorne drücken. Also deswegen hat es hier... Richtig. Wenn dort keine Parierstange wäre, könnte ich ja durchschneiden. Ja. Aber so? Keine Chance. Alles klar. Na? Wunderbar. Das war wohl nix. Nicht schlecht für meine erste Schlacht. Und jetzt eine ordentliche Rittermahlzeit aus der hervorragenden Burgtaverne. Schwertkämpfen macht nämlich ganz schön hungrig. Und schmeckt? Meins ist super auf jeden Fall. Hier schmeckt alles. Prost, Leute. Prost. 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 Es war echt ein super schöner Tag. Und morgen mache ich mal richtig entspannt, ganz ruhig. Keine Action. Es sei denn, es passiert wieder sowas Cooles. Keine Blumen abrupfen, ja? Danke. Prost. Man weiß ja nie.